Good morning in the morning. Ich wollte einfach mal diesen Spruch bringen. Ich begrüße euch bei der heutigen Episode von World of Tanks. Ich möchte euch heute ein kleines Replay zeigen mit dem M48A1 Patton auf der Karte Wadi oder so. Wir müssen angreifen und ich würde sagen, es geht los. Wir haben Minimum Stufe 7. Und wir müssen angreifen. So, und jetzt ist die Sache, wie ist meine Taktik? Ich spiele diese Karte meistens mit einem Medium, denn mit einem schweren Panzer habe ich ja keinen blassen Schimmer, wie ich die spielen soll. Denn ich finde, man braucht auf dieser Karte, wenn man angreifen muss... Ich bin der Duke und nach mir kommt lange nichts. Genau. Wenn man angreifen muss, finde ich... braucht man extreme Unterstützung der Artillerie, deswegen man muss auch auf jeden Fall brauchbare Scouts haben. Und ja, Panzerjäger haben wir jetzt gar nicht so viel. Also ich fahre dann meistens auf diese Position hier, um erstmal zu scouten, ob sich hier welche aufhalten, die weggesniped werden können. Da habe ich am meisten Angst immer, wenn dann hier schon jemand drauf fährt. Diese Position, weil dann schießen die mir meistens in der Seite. So, und diese Karte habe ich da auch das erste Mal gespielt nach dem Update. Ich habe in der Weile nicht gespielt. Ich habe hier eine Weile nicht gespielt und dann habe ich herausgefunden, dass man mittlerweile auch hier ganz einfach rüberfahren kann. Nicht so wie vorher, wo es nicht möglich war. So, ich versuche es zu scouten, auch mal ein bisschen zu treffen und dann sofort wieder ein bisschen zu bewegen, wegen der gegnerischen Artillerie. Habe ich da Schaden gemacht? Nein. Also ich finde, mit dem M48A1 Patton macht mir das auch unwahrscheinlich viel Spaß zu spielen. Ein wunderschönes Teil und auch in HD mittlerweile. Oh, einen haben wir gekriegt und wieder gespottet worden. Bisschen bewegen. Oh, da oben ist noch ein T28. Viel zu zwei, es sieht nicht schlecht aus für uns. Und durchschlagen, das ist nett. Und wieder gespottet, aber egal, das Risiko gehe ich immer ein, dann versuche ich mich zu bewegen. Wenn ich dann von Artillerie getroffen werde, habe ich ein bisschen Pech. So, und wir sind hier gut vorgerückt. Hier im Südwesten konnten wir gut vorrücken. Weil wenn sich da nicht viel tut beim Angriff, dann hat man auch schon verloren. Obwohl wir jetzt dieser Position haben wir nur ein IS-3, obwohl wir sind hier auch schon durchgekommen. Also der Gegner hat es uns hier wahrscheinlich sehr einfach gemacht. Aber ich sag mal so, ich habe meinen Teil auch dazu beigetragen, denn ich habe ein bisschen versucht zu spotten und dem Gegner ein bisschen Schaden zuzufügen. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die Motoren-Sounds sind immer noch die von War Thunder. Dabei dachte ich, dass die nach dem Update wieder automatisch weg sind. So war es ja sonst immer. Oder war ich zu spät oder abgeprallt? So, dann versuchen wir einfach mal. Also wenn die Zeit gekommen ist, dann versuche ich immer vorzurücken, einfach in die Stadt reinzufahren und ein bisschen für Unruhe zu sorgen, obwohl wir jetzt auch schon so dermaßen da vertreten sind. Da bin ich wahrscheinlich mittlerweile die kleinste Gefahr für den Gegner. Auch nur 5 Treffer. Jetzt war ich am Überlegen, was mache ich? Mache ich die Gegner jetzt noch kaputt oder versuche ich einfach mal die Basis einzunehmen? Das mache ich relativ selten. Nun bleibe ich einfach mal stehen und gucke, was passiert.
Jo, das muss auch mal sein. Wie steht's denn? 11-7, nicht schlecht, eine Minute noch. Etwas mehr als eine Minute, um die Basis einzunehmen. Insgesamt noch 5,5 Minuten knapp. Objekt 704 kommt links. Wurde gerade einmal getroffen. AMX-1390. Auch fast hin. Ja, das ist ein bisschen langweilig, aber bei Angriff, da wollte ich kein Risiko eingehen, denn oft haben wir schon so viel Scheiße gebaut. Dann wollten wir einfach die ganzen Gegner kalt machen. Oder habe ich daneben geschossen? Da wollten wir die ganzen Gegner kalt machen und haben es voll versäumt, auf die Zeit zu achten. Nicht viel Schaden gemacht. Wie stehe ich denn hier so? Und das war's. Wir haben gewonnen. Zum Glück. Schaden nicht viel gemacht. 1771 Schaden bloß. 5-mal getroffen. Also nachdem ich vorgerückt bin, habe ich eigentlich keinen Schaden mehr gemacht, aber die Base eingenommen, was soll's, wir haben gewonnen. Ein bisschen was für die Statistik tun, denn meine Statistik mit dem M48A1 Patton ist katastrophal. Was sagt ihr zur Taktik? War das okay so oder habe ich mein Team machen lassen und ich habe nicht wirklich dazu beigetragen oder war das ganz gut, dass ich wenigstens da scouten wollte und so weiter und so fort. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann, ciao!